Herzlich willkommen zur 18. Runde der Steirischen Landesliga FC Gratkorn gegen FC Gleisdorf 09. Von der Papierform ist Gleisdorf als erster Verfolger von Lieder-Weiz bei der Pflugelf klarer Favorit. Es ist schade, dass die Gratkorner Führung nur so wenige Besucher begrüßen kann, denn ihr junges Team kämpft mit Leidenschaft und Herz um den Klassenerhalt. Doch die Anfangsphase gehört den Gästen. Bedächtiger Aufbau. Und dann schnell in die Spitze. Die Ecke bringt nichts ein. Wieder spielt Gleisdorf schnell nach vorne. Stangelpass, doch Keeper Memic ist aufmerksam. Weiter geht's Richtung Gratkorner Tor. Über Lena und Triesner. Flanke zur Mitte. Endstation Memic. Nach diesem Einwurf Spielerversammlung im Gratkorner Strafraum. 7 weiße und 6 gelbe. Drüber. Skeptische Blicke von Robert Pflug. Sein Team kommt aber langsam besser ins Spiel. Nach diesem Freistoß erstmals Gefahr für Gleisdorf-Keeper Leitner. Es bleibt zur Pause beim 0:0. In Abschnitt 2 zeigt die Heimelf mehr Offensivgeist. Nach diesem Freistoß, Meusburger kommt nicht richtig zum Kopfball. Der Tabellenzweite verfängt sich immer wieder im dichten Verteidigungsnetz der Heimelf. Die Gastgeber arbeiten immer bessere Chancen heraus. Cola auf die zweite Stange, Kopfball, keiner ist da, um abzuschließen. Dieser Gratkorner Angriff wird abgefangen, schneller Konter. Kopfballverlängerung, Anibas ist allein, zu schwach. Sorgenfalten bei Trainer Holzer. Ahnt er schon Schlimmes? Die jungen Gratkorner treiben ihre Elf nochmals nach vorne. Wir sind bereits in der Schlussphase. Schlechte Abwehr. Meusburger sieht Kohler starten. Der Verteidiger ist zu spät und der ist drinnen. Der Außenseiter macht in der 91. Minute die Führung. 3 Punkte für Gratkorn sind in greifbarer Nähe. Jetzt muss es für Gleisdorf schnell gehen. Hoch nach vorne. Da ist Zillerwetz. Drüber. Es bleibt beim 1:0. Nicht unverdient, wenn man sich die Steigerung in der zweiten Spielhälfte ansieht. Wir haben die Stimmen zum Spiel. Naja, grundsätzlich die Ursachen waren heute, dass Gratkorn hat sehr gut, sehr aggressiv verteidigt, haben einen unheimlichen Willen gezeigt und wir haben einfach die spielerischen Mittel nicht gefunden, die auszuspielen, und dadurch ist das Ergebnis dann so zustande gekommen. Ja, ich kann gar nichts sagen, ich bin jetzt noch ein bisschen sprachlos, weil wir haben uns wirklich mit aller Macht gegen eine Niederlage gewehrt, und je länger das Spiel gedauert hat, desto besser sind wir ins Spiel gekommen, und ich glaube, schlussendlich war es jetzt sogar ein verdienter Sieg. Ich hoffe, Sie sind auch kommende Woche dabei.